Schon die Größe und der Standort mitten in der Stadt zeigen, welchen Stellenwert die Basilika St. Peter in Dillingen hat. Sie ist die Weihe- und Grabkirche vieler Augsburger Bischöfe. Ihre Sanierung ist seit dem vergangenen Sonntag offiziell abgeschlossen. Beim Pontifikalgottesdienst gratulierte Bischof Bertram Mayer den Dillingern zu diesem Gotteshaus und sprach auch von der geschichtlichen Bedeutung der Kirche St. Peter für das Bistum. Es war erhebend, schon beim Einzug, volles Haus. In Dillingen lebt der Glaube und natürlich auch für mich selber. Es ist einerseits päpstliche Basilika, andererseits Residenzstadt der Bischöfe, gerade in schwerer Zeit der Reformation. Also es ist sozusagen auch das Bischofshaus, eine neben dem Dom wichtige Kirche, Co-Kathedrale fürs Bistum. Also es war erhebend für mich. Es steht noch kein Bischofsthron, aber ich habe mich sehr, sehr wohl gefühlt, auch auf dem Stuhl, auf dem ich da saß. Wohlgefühlt haben sich an diesem Sonntag wahrscheinlich alle Besucher von St. Peter. Das gilt besonders für Stadtpfarrer Monsignore Harald Heinrich, dem das Gotteshaus jetzt wieder ganz ohne Einschränkungen zur Verfügung steht. Ja, das ist schon etwas Erhebendes. Die Liturgie hier zu feiern, ist ein heller, weiter Raum. Und es ist einfach auch eine, gehört ja beides dazu. Das eine ist das Haus aus Stein, aber es ist auch gefüllt mit Menschen. Ja, es ist einfach eine lebendige Gemeinde auch. Das Durchaus sind verschiedene Leute, die kommen, auch von außerhalb merkt man es. Aber das macht eigentlich auch das Besondere von St. Peter aus. Und es ist, was für mich natürlich auch positiv ist, als Leiter der Pfarreiengemeinschaft, es ist irgendwo schon auch klar, dass die Basilika das Zentrum der Pfarreiengemeinschaft Dillingen ist. Da muss man jetzt nicht eigentlich drüber diskutieren, wie das ja manchmal mit anderen Pfarreiengemeinschaften ist. Das ist klar. Wir haben, finde ich schön, manchmal eben auch mal einen Gottesdienst am Sonntag, wo dann alle auch zusammenkommen. Ganz selbstverständlich treffen wir uns doch auch mal dort. Ja. Die Fertigstellung aller Arbeiten bis zum Gottesdienst mit Bischof Mayer war eine richtige Punktlandung. In den Jahren zuvor ist in St. Peter so einiges passiert. In insgesamt 3 Bauabschnitten wurde die Basilika renoviert. Gleich zu Beginn wurde das Dach in Angriff genommen. Wegen des großen Gewichts drohte es, die Außenmauern auseinanderzudrücken. Der gesamte 400 Jahre alte Dachstuhl musste also mit Stahlträgern und Stahlseilen gesichert werden. Oh, das ist das zweitgrößte Dachtragwerk in Bayern. Hatte große statische Mängel, muss man sagen, schon von der Bauung her, weil da die Kuppel so weit ins Dachtragwerk einsticht. Und wir sind froh, dass wir das Ganze in den Griff gekriegt haben. In den Bauabschnitten 2 und 3 ging es dann vor allem um die Innensanierung. An vielen Stellen wurde gleichzeitig gearbeitet, um den Zeitrahmen einzuhalten. Die Decke mit den kunstvollen Fresken wurde repariert. Mit viel Feingefühl wurden diese alten Kunstwerke erneuert. Eine Herausforderung für Maler und Stuckateure in 25 Metern Höhe. Im 3. und letzten Bauabschnitt ging es dann vor allem um die Elektrik, die Heizung sowie Figuren und Altäre, aber auch die Restaurierung und Säuberung der Bilder und Kunstgegenstände. Neben Stadtpfarrer Heinrich, seit August 2021, war vor allem ein Mann nahezu jeden Tag auf der Baustelle. Kirchenpfleger Peter Gastel hat sich mit viel Engagement, Tatkraft und Humor große Verdienste um die Sanierung, die zunächst viel kleiner geplant war, erworben. Und das wurde auch beim Gottesdienst am vergangenen Sonntag noch einmal deutlich. Keiner der Festredner vergaß die Leistungen des 79-Jährigen zu würdigen. Ich bin ja so oft und so viel gelobt worden, was ich vielleicht gar nicht verdient habe. Man kann das drehen und wenden, wenn man will. Es ist halt ein Ehrenamt und ein Ehrenamt ist ein Ehrenamt. Ja, das war für mich eine Herausforderung. Und ich habe das so gern gemacht. Es war, ich bin ja Rentner und einfach eine Aufgabe. Aber am Schluss zu oder beziehungsweise fast immer ein Vollzeitjob. Und vor allem, weil ich auch die Buchhaltung mache und die ganzen Finanzierungsanträge. Also das war ja eine schon Mammutaufgabe. Diese Mammutaufgabe ist jetzt erfolgreich abgeschlossen. St. Peter erstrahlt wieder in ganzer Pracht. Und in dieser päpstlichen Basilika kommt auch, so sagte es Bischof Mayer, die lokale Verbundenheit mit der Weltkirche zum Ausdruck. Um diesen Bogen zu spannen, wurde zum Auszug noch die vatikanische Nationalhymne intoniert. Musik